So, dann bin ich kurz zurück zu einem Update zu WTI Öl und dem Nasdaq. Ab heute betreue ich ja den JFD Desktop und habe heute Morgen WTI vorgestellt und da war die Buy-Trigger-Marke im 4-Stunden-Chart bei 45,85. Diese Marke hat er jetzt heute um 12 Uhr getriggert, ist aber gleich bärisch, leicht bärisch an dem eingezeichneten Widerstandsbereich erst einmal nach unten abgeprallt und zurück zu dem Ausbruchsniveau gekommen. Aktuell ist der Kurs über der Wolke noch und über dem Rainbow. Also ist das Szenario auf jeden Fall noch im Gange, beziehungsweise ist auch noch, kann man positiv beurteilen. Jetzt kommt es eben darauf an, dass die Abwärtstrendlinie hier, die etwas größere, eben gebrochen wird. Und hier ist dann im Prinzip die nächste Triggermarke 4660. Mal schauen, ob er es noch im Laufe des Tages der Kurs diese Marke erreicht. Schauen wir mal kurz im 1-Stunden-Chart. Hier könnte es auch noch zu 45,50 Abgaben folgen. Allerdings hier sollte dann spätestens am EMA 38 im Stundenchart und in der und die horizontale Unterstützung sollte genügend Halt bieten, damit es auf jeden Fall eben auch bullisch abprallt. Aktuell sieht man ja, es steigt der Kurs, ist wieder in Richtung 46 Dollar unterwegs. Im Tageschart ist eben das Ziel ausgemacht, Wolken Unterkante und die liegt bei 50 US-Dollar. Genau eigentlich, ja. Und da ist auch ein horizontaler Widerstand. So, dann kommen wir noch zum zweiten vorgestellten Wert. Das war der Nasdaq 100 Index. Das sollte es im Prinzip, wenn der Hochpunkt hier überschritten worden wäre, weiter hochgehen oder im Alternativfall bis auf den damaligen Widerstand, jetzt Unterstützung im 4-Stunden-Chart auf 4.200 Punkte zurückfallen. Er ist jetzt doch deutlicher zurückgekommen und ja, trifft eben hier im Stundenchart auch auf dem EMA 38 und auf dem horizontalen Widerstand bei 4.175 auf eine gute Unterstützung. Diese sollte der Index auf Stundenbasis auf jeden Fall nicht nach unten verlassen, dann ist das Kursziel hier bei 4.250 obsolet. Also bisschen Spielraum hat er noch, aber im Prinzip unter 4.170 per Close müsste man ja nach einem neuen Ziel oder nach einer neuen Prognose Ausschau halten. Was noch wichtig ist im heutigen Verlauf, ist um 16 Uhr der Einkaufsmanager-Index. Ja, da wird es sicherlich Bewegung kommen und sehr sollte er nicht zu negativ überraschen, wird weiter auf dieses Setup, auf weitere Kurserholung gesetzt. So, das war's mit dem Update. Morgen werden höchstwahrscheinlich zwei andere Basiswerte besprochen und trotzdem diese zwei Setups weiterverfolgt. Ich wünsche noch allen einen schönen, angenehmen Tag. Bis morgen.